Am Wochenende erstrahlte das Berliner Olympiastadion so spektakulär wie noch nie. Zu verdanken war das Rüdiger Lanz aus dem Hunsrück. Der Tüftler aus Simmertal hat monatelang mit seinem Team darauf hingearbeitet, um die Fußballarena in ein ganz neues Licht zu rücken. Jetzt sieht die Beleuchtung nicht nur toll aus, sondern verbraucht auch recht wenig Strom. Dass Bayern München den DFB-Pokal bekommt, ist jetzt eigentlich nichts so Neues. Dass das Stadion dabei aber in den Vereinsfarben strahlt und blinkt, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und der Mann, der diese neue Form der Beleuchtung erfunden und ins Olympiastadion eingebaut hat, der hat die große Premiere seiner Leuchten in Berlin gar nicht live gesehen. Weil ich mich nicht getraut habe zu gucken, was stand im WoW, weil das ist, ja. Also ich bin dann hoch auf meinen Berg gefahren, ich habe so einen Berg, da fahre ich hoch, setze mich da hin und habe dann den Himmel geguckt, weil ich wusste, damit steht und fällt alles. Die ganze Welt guckt zu, natürlich auch die Wettbewerber. Das heißt, auch die großen Lichthersteller, die gucken natürlich und denken, was hier passiert, ist ein Problem für die. Der Erfinder aus Simmertal hat es geschafft, das Olympiastadion in ein vielfarbiges Lichtobjekt zu verwandeln. Ein paar Restarbeiten für Berlin hat er noch. In einige Lampengehäuse aus dem Olympiastadion baut er seine neuartigen LED-Leuchten. Basteln und Tüfteln, das liebt der 54-Jährige schon, seit er ein kleiner Junge war. Bis heute vergisst er dabei oft die Zeit. Ich habe auch da die meiste Idee. Also wenn ich abends mal in eine Werkstatt gehe, dann habe ich solche Ideen über Technik, was man machen kann, wie man es baut. Und dann habe ich auch keine Ruhe. Ich will das dann ausprobieren. Da wird aufgebaut, da wird gebastelt und gemacht, bis es funktioniert. Bis die Beleuchtung im Olympiastadion funktioniert hat, haben Rüdiger Lanz und seine Mitarbeiter monatelang in Berlin gearbeitet. Jetzt sind rund 9000 der speziellen Lanz-Leuchten eingebaut. Rüdiger hat es geschafft, im Endeffekt Lampen zu bauen für dieses Stadion, für die Größe. Die Flutlichtanlagen in LED, in dieser Dimension mit der Steuerbarkeit in Farbe, gab es vorher nicht, gibt es auch jetzt nicht mit dem Wirkungsgrad. Bei der Generalprobe zeigte sich, der Plan von Rüdiger Lanz ist aufgegangen. Das Olympiastadion musste früher für Shows mühsam mit Extralampen ausgestattet werden. Jetzt ist die Sportstätte gleichzeitig eine Showarena. Die Möglichkeiten, die wir hier haben, sei es bei Konzerten, bei Kleinveranstaltungen, diese flexible Gestaltung von der Lichtinszenierung, wie man quasi das Gebäude von außen und auch von innen illuminieren kann, Emotionen schüren kann, quasi das in Show-Element einbauen kann, das ist absolut einzigartig. Rüdiger Lanz war schon auf der halben Welt, um Licht ins Dunkel zu bringen. Das Olympiastadion zu beleuchten, ist aber sein absoluter Traum. Bewiesen zu haben, es geht. Es geht, wo ja viele nicht dran geglaubt haben. Das ist natürlich ein ganz Wahnsinnsgefühl. Wie gesagt, das ja ganz ab von dem Finanziellen und dem allem. Das hat damit gar nichts zu tun. Es geht einfach nur darum, es bewiesen zu haben, dass man was ganz Tolles machen kann. Von Simmertal nach Berlin. Und vielleicht leuchten die Lampen von Rüdiger Lanz bald in Fußballstadien auf der ganzen Welt.